So, die nächste Folge, Resident Evil 7 Beginning Hour mit Dead by Die Daylight Force. ja, alles. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, Daddy, wie ich Sie hab aus dem gelesen, Gefängnis was du gekommen waren. geschrieben hast. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Da bin ich mal gespannt. Hey, das Tor! Ich auch. Gucken, was der Schmack es jetzt macht. Scheiße, ich werde jeden einzelnen. Wir haben Schnaufen ist hier. Da ist er ja am eskalieren, der Schmacki. Ach, da hinten ist er. Das musst du schon besser machen, Junge. Ja, da sagt er was. Junge, ja, das Auto hier. Schmacki fährt immer mit Beifahrer. Die Gabel durchdringt mich! Sie durchdringt mich! Nein, das muss so nicht! Ja, Schmacki. Arsch offen, definitiv. Definitiv. Fährt ja wieder Force und Mario Kart hier, ey. Jo. Da fährt er leider eine bessere Zielgenauigkeit als ich. Ja. Wär schon irgendwie in See gefahren, obwohl hier gar keiner ist. Jetzt hast du sogar das hingekriegt. Guck mal, so geht ein Donut, Schmacki. Hast du das gesehen? Das ist schon ein bisschen unfair, was er da macht. Dasselbe Hop. Jetzt. LOL, das geht? Das wusste ich auch nicht. Was genau? Oh Junge, schau, was du angestellt hast. Scheiße. Der lebt immer noch? Ich warte erstmal ab. So habe ich das selber noch nicht gesehen. Okay. LOL. Ich hab's gesehen, meine Hände sind im Boden versunken. In der Matte da, ey. Das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht. Dann kann man den also... Ja. Auch so besiegen. Mit verschiedenen Sachen besiegen. Also ich und mein Bruder, wir waren schneller immer im Auto als Schmacki. Hm? Was Wunderbares sehen. Alter, Scheiße! Ja, der ist hin. Also ich und mein Bruder waren immer schneller in dem Auto, da konnten wir das fahren. Dann ist er draufgesprungen und ist in so einen Stahlträger gefahren und hat sich damit halb zerdetscht und dann ist das Auto auch in Flammen aufgegangen. Also wir haben es anders gemacht, aber das ist geil, dass das mit verschiedenen Wegen geht. So, wenn du zu lahmarschig bist im Auto, dass der oder zu schnell bei dir ist, dass das auch so geht. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja geil. Okay. Interessant. Man lernt immer was dazu, ne? Also am Anfang, da konnten wir fahren und ihn umholzen. Das war auch lustig. Bis er dann aufs Auto gesprungen ist. Das ist interessant.
Ja, ob das so gut war, dass er da jetzt schon runtergesprungen ist. Ja, wieso? Er kann doch auch einen Knopf drücken. Ja gut. Damit er looten kann. Aber es hätte Schmacki auch so gesagt, ohne dass ich da jetzt was gesagt hätte, ne? Sicher. Es ist schon was. Das war trotzdem interessant gerade. Ja, ich weiß gar nicht, wo der bei uns reingefahren ist. In irgendein Stahlträger. Da wollte er uns hier zerquetschen, aber da wurde er getroffen. Wahrscheinlich sind sie dann von der Decke da runtergefallen. Der Baumeln. Gut möglich. Also gibt's mehrere Wege, das finde ich gut. Auch wenn es so ein minimaler Unterschied ist, aber das ist interessant. Also hat er ja schon alles eingesammelt hier. Vor allem, dass der noch das Feuer überlebt hatte, das wow. Ja, wart's doch mal ab. Anscheinend nicht ganz dicht, der Typ. Was er dachte, so Schmacki. Eine Familie, die Eingeweide frisst, was ist da bitte noch normal? Die ganze Bude ist nicht normal. Das stimmt. Ich frag mich gerade, wenn ich heute ausweichen müssen, habe ich natürlich jetzt sauber Munition verschwendet gegen den Typen. Aber... Ja. Ist halt Pech beim ersten Mal. Hinterher ist man immer schlauer. Ja. Dafür gibt's ja mehrere Speicherstände. Schmacki. Noch so eine Mütze. Silent Hill Mütze. Naja, die 4 von 3. Ja. Ich kann wenigstens drüber lachen. Ich weiß auch, wo das hinkommt. In 2x20 Personen vermisst. Captain Hall von der Staatspolizei gegenüber Journalisten seine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine Kultständin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Bericht von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil der Personen sind Touristen. Nichts Ersthafte, man geht von bis dato 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund in Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragung von Anwohnern durchzuführen, sowie die Anzahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 2016. Was? Das war letztes Jahr. Ja. Okay, interessant. Jetzt wird hier verärzt. Ah, stehe. Sky. Da brauche ich was. Sky Hunter. Ah. Oh. Das sieht aus wie eine schöne Shotgun gerade. Nee, Freunde. Den Trick kenne ich schon. Den Trick mit der falschen Pumpgun kenne ich schon. Jetzt bin ich etwas verwirrt gerade. Naja, es gibt... In Resident Evil 1 so eine schöne Falle, wenn man die Pumpgun holen will. Okay. Das wird der Force ja auch noch kennen. Das Zill-Sandwich. Ja. Das wird aber noch dauern. Nein. Doch. Das wird jetzt sofort gemacht.
Jetzt. Ach ja, der Balkon. Leckerchen. Und es gab manche Leute, die fanden ihn nicht. Bitte. Weiß nicht, es gibt so Leute, die finden, haben den Balkon nicht gefunden. Im ersten. Ja. Oh. Margaret will den hippen Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Verarbeitungsbereich. WTF, okay. Da fehlt wohl eine neue... Okay, was ich sagen wollte. Er muss laden, Junge. Oder er muss drücken. Nee, es lädt. Das muss Schmacki Skill noch laden, ja. Ethan, wenn du sie findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist, was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Da bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Ich darf mich nicht wieder erwischen lassen. What the actually fuck? Jetzt wird geschmackt. Mit den Puppen gerade gefiel mir gar nicht. Ich fordere mehr Puppen. Ja, natürlich. Ja. Schmacki, du warst ein böses Mädchen. Das wissen wir ja. Ja. Das, wo soll ich mich da verstecken? Tja. Das weiß ich leider auch nicht. Nicht entdeckt zu werden. Jetzt muss geknüppelt werden. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wo kann ich denn zum Beispiel rein? Guck du mal. Ich durch die Tür? Kann ich da nicht könnt zurück? Ihr jetzt mal knobeln hier. Ja. Ich kenne das, ja. Ja gut, viele Auswahlmöglichkeiten gibt es ja nicht. Die Tür ist ja hinter mir zugegangen. Ging auch nicht mehr auf. Das heißt, es muss ja irgendwie
irgendwo drin sein, so ein Versteck. Ich würde nicht zu weit gehen. Zu spät. Ja, haha, toll. Die geht jetzt wieder auf, die Tür. Hast du noch mal Glück gehabt. Ja, aber geht's ja auf, wenn die... Ja, mach dir beiden mal. Hier wär's zum Beispiel dunkel. Okay, bis hierhin geht's noch nicht weiter. Aus Outlast haben wir gelernt, dass wir im Dunkeln uns verstecken sollten. Hier wäre es dunkel. Die Frage ist nur, komme ich wieder durch diese Tür, wenn die Cutscene getriggert wurde? Nein, komme ich nicht. Das war zu früh. Das war Ja, ich weiß, dass es knapp war. Holy shit. Da runter? Nein, komme ich nicht runter. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Sie ist noch da drin, ich sehe es. An der Lampe. Frage ist nur, wann geht sie raus? Ich bin mal vorsichtig. Die bessere Frage ist eher, geht sie überhaupt raus? Ja, ich bin es gerade dabei rausfinden. Ja, das denke ich mir auch gerade. Beweg dich nicht! Okay, also das auf Dauer klappt das also nicht da in der Ecke. Gut. Das ist die Frage, wo fängst du jetzt wieder an? Ja, wahrscheinlich, Wo ist das denn gerade? Ach so. Da ist das. Hier wäre es ein bisschen sicherer. Ich weiß, dass du und Zoe etwas ausdenken. Ich weiß, dass ihr etwas plant. Denkst du, ich weiß nicht, was du mit diesem Ethan anstellen willst? Okay, so weit, so gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie noch rauskommt. Was macht sie zwischendurch? Geht sie kurz raus oder? Okay, sie bleibt anscheinend im Zimmer. Nein, nein, komm nicht hierher.
nehme mal stark an, dass sie jetzt gleich in die Ecke rin geht, oder? Was macht sie? Okay, sie steht in der Tür. Ist das ein... I don't know, was genau das ist. Sah aus wie ein Flammenwerfer oder irgend sowas. Aber so ein Teil, ja. War lecker. Ich kann es auch irgendwie nicht nehmen. Frage ich mich gerade, wozu das Teil dann gut sein soll. Vor allem, wo ist die alte Schachtel? Ein Rätsel, wie scheint. Ich muss das anscheinend jetzt richtig drehen, so dass die Leute da gefüllt wird. Ich glaube, so eine Art von Rätsel kenne ich aus Silent Hill Shattered Memories. Jetzt müssen wir ein bisschen knobeln. Ah, ich glaube, ich weiß, warum das gehört. Okay. Ich glaube, aber ich lass dich mal machen. Ich will mal sehen, ob du auch drauf kommst. Es muss so eine Art Vogelfigur rauskommen. Beziehungsweise. Nee, nicht Vogelfigur, Spinne. Jetzt sehe ich es gerade. Vogelfigur! Ja, ich hab's gerade durch die. Ich sehe es gerade schwächt durch das weiße Bild. Dreh's einfach um. So habe ich zwar nicht gemeint, aber okay, das war auch interessant. Ah, jetzt hast du's. Okay, es war eine Tekla-Heli. Ja, Respekt vor der Tekla. Gut, ich gebe zu, ich habe eben auch jetzt nicht ganz gesehen, dass es eine Spinne war, aber... Jetzt reicht's. Das kann ich so nicht stehen. Aber das war trotzdem interessant. Jetzt habt ihr mich schon täuscht. Jetzt haben wir dich eh getriggert. Ist eigentlich gerade ein guter Moment, einen Cut zu setzen. Meinst du? Ja, meine ich. Keine gute Idee. Wieso? Hast du mal nach unten eben geguckt? So, ne, es ist nur Wasser, okay. Sich erledigt. Ich habe eben gedacht, das wäre jetzt nichts von der Alten gewesen gerade, aber alles okay. Nee, die Sache ist nicht, das hat sowieso gespeichert. Guten Morgen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.